nachher nochmal wieder, wenn wir das Bett bauen. In Malibu ist das ja was Besonderes. Gerade bei uns, weil wir ein falsches Bett haben. Aber das stört uns nicht, das machen wir trotzdem so. Ja, jetzt wird Zeit fürs Bett. Oh ja. Wir haben es 22.11 Uhr. Jetzt werdet ihr wieder sagen, wann ist es so früh? Für uns, ihr wisst das, ist es eigentlich schon ziemlich spät. Und ja, jetzt wird Zeit, dass Stefan euch mal zeigt, was wir hier machen. Wie gesagt, ist alles nicht so, wie es eigentlich im Malibu gehört. Ja. Nach unserem Kenntnisstand. Genau. Aber wir wollen ja, dass Thorsten einigermaßen gut schlafen kann, damit er nicht mürrisch wird. Das wollen wir nicht. Ne? Wer nämlich nicht gut schläft, könnte am nächsten Tag schlechte Laune haben. Genau, zum Morgen eine Myrte werden. Und das wollen wir nicht. Nein. So, in dem Sinne machen wir kurz mal Kamerawechsel, weil jetzt holen wir erstmal das ganze Zeug her, was wir hier verbauen müssen. Und ja, beziehungsweise den Tisch, den werde ich kurz runterbauen. Genau, der muss einfach nur vorne, unten, das muss abgemacht werden. Das zeigen wir euch mal später. Im Endeffekt, glaube ich, machen wir, kannst du nicht blinzeln und dann ist das alles ja umgebaut? Oh ja, das mache ich mal. Dann also, probieren wir mal. Dann bis gleich. Hoppala, so schnell ging das. Ja, und was muss ich jetzt machen? Ich muss ein bisschen weiter nach hinten gehen. Und dann seht ihr hier eine große Liegefläche. Ja, die beiden Stühle einfach zusammengeschoben. Wir haben das Polster rausgenommen, damit es ein bisschen mehr Platz gibt. Und dann hast du hier eine komplette Liegefläche. Also, ich kann sagen, wenn ich mich denn hier hinlege, dann liege ich fast komplett. Also das heißt, das Kopfkissen ist ein bisschen erhöht, also ein bisschen höher, aber das ist sowieso sehr angenehm. Also ich könnte hier sehr gut schlafen. Eine ganz wichtige Sache, das können wir euch jetzt schon mal sagen. Stefan, zeig mal hier kurz, gehen wir mit der Kamera ein bisschen zu der Seite. Mhm. Wir müssen hier ein Kissen vormachen, weil hier ist so ein kleiner Nipsi. Dieser Nipsi ist deswegen dafür da, damit der Tisch während der Fahrt nicht hin und her rutscht. Genau. Und aber der sticht in der Nacht. Das ist nicht schön, aber wir haben immer solche Kissen, das packen wir davor. Wir genau. Wollen ja nicht, dass unsere Gäste hier schlecht schlafen oder sich irgendwas wehtun. Nein, das wäre doof. So, jetzt kommt hier natürlich noch Bettlaken und so weiter. Und das ganze Bettzeug drauf, genau. Sodass dann Thorsten schlafen kann. Wir sagen gute Nacht und morgen gibt es so ein kleines Fazit, wie es denn so ist. Da können wir euch dann auch einiges dazu sagen. Genau. Aber das gibt es erst morgen und jetzt sagen wir gute Nacht. Guten Morgen, liebe Leute. Wir haben es kurz vor 8 haben wir es. Und ja, wie ihr seht, keiner da. Ja, ich wurde zum Brötchen holen geschickt. Die anderen beiden machen sich jetzt fertig. Klassische Aufgabenteilung. Dann haben wir natürlich, gleich wie sich das gehört, am frühen Morgen erstmal geguckt, wer hat den ESC gewonnen. Glückwunsch geht nach Italien. Deutschland war mit zu rechnen. So ein Ukulele-Song. Wie er sagte, Jendrik so gerne. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Hassen finde ich ein bisschen hart. Ist einfach nicht unser Geschmack. Und naja, 3 Punkte. Es ist immer ein bisschen unfair, dieses ganze Ding. Gerade wenn die Jury auch gar keine Punkte vergibt. Wobei bei uns haben sie ja in Großbritannien gar nichts. Ist schon ein bisschen schade. Aber soll wohl ein guter Song sein. Wir haben ihn noch nicht gehört, den werden wir nämlich jetzt zum Frühstück hören. Aber erstmal Brötchen und dann gibt es auch ein kleines Feedback, nur in mündlicher Form von uns, wie Thorsten denn auf diesem Bett geschlafen hat. Das aber alles nach dem Frühstück. Ein Fazit? Nee, erstmal Frühstück war lecker. Die Jungs haben sich gefreut über Brötchen, Croissants. Ja, hast du lecker geholt. Wunderbar. Ja, und ihr habt lecker das fertig gemacht. Ja. Ja, jetzt ist es soweit. Wir machen Fazit, wie das hier ist mit diesem Bett. Und was soll man sagen? Der hier drauf gepennt hat, der steht jetzt draußen rum und guckt uns zu, wie wir filmen. Normalerweise ist das sein Job, ne? Aber er hat uns ein Fazit dazu gegeben, wie man denn hier drauf schlafen kann. Und ich glaube, das kann man gut nachvollziehen. Genau, also die erste Nacht, da haben wir erstmal rumprobiert, wie geht das hier eigentlich, mehr schlecht als recht. Das muss jeder. Ich glaube, wenn man hier so ein Bett hat, dann muss jeder erstmal einmal testen, passt das nicht. Genau, kaum macht man es dann aber richtig, weil laut Anleitung soll man dieses hier wegmachen. Genau. Und schon passt das auch schon ein bisschen besser und deshalb war die zweite Nacht natürlich viel besser. Ja. Man muss halt einfach es richtig stellen.
Wie das alles richtig aussieht, folgt in einem der nächsten Videos. Wenn wir halt das richtige Bett haben, dann bauen wir das mal auf und dann zeigen wir, wie das richtig geht. Das, was wir gestern gezeigt haben. Also ja, mit dem jetzt noch nicht ganz richtigen Bett, das ist nämlich für einen großen Karthago oder irgendwie sowas, wahrscheinlich. Ja, das ist dann nicht so schön, sagen wir es mal so. Ja, es ist an sich, ist es ein normales Bett, muss man sagen. Es ist aber halt ein bisschen kürzer. Wir müssen dazu sagen, Thorsten ist 1,77 und er konnte darauf gut schlafen. Also war okay. Zumindest würde ich sagen, im Regenwald gibt es kein Holz mehr. Ja. Das ist immer so ein Zeichen, geschlafen. Das genau. Ist ja dann... ja, was wir sagen können, das ist jetzt nicht eine Sache, 2 Wochen, 3 Wochen an der Côte d'Azur kann man da mal wunderbar, das ist nee. Dauer nicht. Aber ein gutes verlängertes Wochenende wurde uns gesagt, kann man hier super schlafen. Also das ist, glaube ich, auch ausreichend dann. Ne? Genau, wenn ihr natürlich Kiddies habt, dann geht das problemlos. Klar, ich aber natürlich kleiner. Es ist halt schön zu wissen, wenn man mal halt mit Freunden unterwegs sein will, so zu dritt, geht das ohne Probleme. Ja. Das ist das Fazit. Wir machen jetzt hier alles fertig. Wasser habt ihr schon versorgt. Jetzt werden wir gleich Schwarzwasser entsorgen. Genau. Und später nochmal Grauwasser. Da fahren wir aber zu einem, ja, zu einer Entlaststelle sozusagen. Das ist einfacher. Ja. Dann wollen wir zahlen und dann wollen wir gucken. Entweder wird es Dormagen oder Duisburg oder Plan C, D, E, F, G, Z. Wir wissen es noch nicht. Mal gucken. Wir hoffen aber auf den Rhein, denn da wollten wir eigentlich hin. Ja, genau. Und das seht ihr dann, ob das funktioniert hat, seht ihr eigentlich nach dem nächsten Augenblinzler von dir. Okay, also haltet euch fest. Hoppala, ich würde mal sagen, angekommen. Ja, aber nicht da, wo wir hinwollen. Eine Odyssee der Stellplätze und oi. Für euch aber, wir sind im Hochsauerlandkreis. Da sind wir zumindest gelandet. Genau, am Schluss irgendwie hier. Wir haben schöne Plätze entdeckt. Oh, aber sehr schöne. Geschlossen. Genau, da war Ben davor, also das heißt noch gesperrt durch Corona vielleicht. Dann war das Tor komplett zu. Das war in Oberhausen. Das war auch ein sehr schöner. Dann hier in der Region war einer, da mussten einen Test haben. Den haben wir natürlich nicht dabei, logischerweise. Wobei wir sagen müssen, wir haben hier eine Inzidenz auch weit unter, also oder ja, knapp an die 50, auf jeden Fall niedriger als da, wo wir waren. Ne? Es ist auf jeden Fall Schwachsinn, das Ganze, aber ja, gut. Uiuiui. Aber jetzt haben wir einen Platz gefunden. Ich glaube, wir werden auch ein bisschen spazieren noch gehen. Weil das auf jeden Fall. Hier das Wetter ist ja schön. Ja. Und ja, in der Zeit, wo wir jetzt spazieren gehen, werden wir jetzt aber eine Rückblende machen. Und zwar, wir waren ja tatsächlich dann am Rhein. Das haben wir geschafft. Und das seht ihr jetzt. Und dann kommen wir wieder zurück in die jetzige Zeit, also ist Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, ihr wisst ja, es ist ja alles so durcheinander. Und dann sagen wir euch, wie es hier war, oder vielleicht nehmen wir euch mit, wenn wir laufen. Was haust du ab? Du sollst hier stehen bleiben, wir wollen hier reinsehen. Der Mann haut ab, das ist unfassbar. ja, hier, hallo, Kamerakind, da. Ich sehe nichts. Ein großes Pöttchen. Genau, da seht ihr den Rhein. Also wir haben es tatsächlich geschafft, an den Rhein zu kommen. Hallo. Der Kameramann ist nicht. Wir haben keine Regie. Oh, das ist unfassbar. Ich sehe nichts. Ja, nicht weil wir das sehen auf der anderen Seite. Wir sehen uns. Jetzt siehst du es. Das ist ja wieder eine tolle Sache. So, auf jeden Fall, wir haben. Es haut schon wieder ab. Das Mikrofon ist doch zu weit weg. Ja, du kannst doch nicht einfach abhauen. Also, das hat vorhin besser geklappt, oder? Also, vorhin, gestern. Nicht in Übung. Das ist ja das, wenn er da nicht dabei ist. Ja, wir stehen jetzt hier in Dormagen. Der Parkplatz ist relativ voll. Was uns sehr wundert, es heißt, in NRW wären Stellplätze offen. Wir sehen den nächsten Stellplatz. Der ist zu. Also zumindest haben sie noch Fähnchen vor. Ob man die jetzt einfach abreißen darf oder nicht, weil... Das weiß man nicht. Auf jeden Fall. Das weiß man nicht so genau, also lassen wir es lieber. Ist nicht so schön, aber soll uns jetzt nicht stören. Wir wollen ein bisschen hier den Rhein genießen. Der Kameramann will eine Luftübung machen. Und ja, er schwenkt jetzt einmal nochmal zum Rhein hin und dann genießen wir das. So, wie ihr seht, wir sind wieder in der Gegenwart und ja, haben hier ein Wäldchen gefunden, wovon wir in unserer Region nur träumen könnten. Und zwar ein richtig schöner Laubwald.
sehr, sehr toll. Oder Mischwald, teilweise noch ein bisschen Nadel, aber mehr Laub als Nadel. Sowas haben wir ja bei uns. Wir sind nur Nadelbäume und irgendwelche Borkenkäfer, die alles wegfressen. So ungefähr, ne? Das haben wir hier nicht. Haben wir Bächlein gefunden. Wie hieß es? Stefanie Hertel, ne? Irgendwie über jedes Bächlein, Bachel geht eine Brücke. Die geht nämlich da hinten rüber. Wir haben sogar eine Brücke gefunden, also ist alles da. Ich hoffe nicht, dass die Hertel jetzt noch kommt. Dann laufe ich weg. Dann müsste Stefan mustern, dass sie ihr den Marsch blasen kann. Also ach, dementsprechend hätten wir das alles. Wir haben den Platz hier gefunden oder uns jetzt ausgesucht. Das ist das, was ich gesucht habe. Mhm. Zum Abschied. Das soll es nämlich gewesen sein. Wir wollen auch den letzten Tag, den wir jetzt haben, ohne euch genießen. Ja, wir gehen jetzt hier noch ein bisschen schön spazieren, genießen die Natur und ja, genau, gucken wir mal, was noch kommt. Und wir können sagen, wir waren jetzt, also fast 5 Tage waren wir zu dritt unterwegs. Das geht ganz gut. Ich gucke nochmal nach links. Da kommt, es kommt ein Nicken. Da kommt ein Nicken. Ich hätte gedacht, da kommt ein Daumen rauf. Aber das sollt ihr nachher machen. Genau. Auf jeden Fall einen Daumen rauf. Und also das geht mit Malibu wunderbar, also richtig toll. Was als nächstes auf diesem Kanal kommt, wir wissen es nicht. Also wir haben zwar ein paar Ideen, aber ja, es sind halt Ideen, wir wissen es halt auch nicht. Große Reisen, müssen auch noch schauen. Wenn das so weitergeht, wie es hier in NRW ist, dann müssen wir uns das überlegen. Aber das soll es, glaube ich, jetzt gewesen sein, oder? Genau. Ich kann mich schon nicht mehr halten. Ich kenne doch hier, ich sehe doch ja, schon wieder. Auf jeden Fall in diesem Sinne. Bleibt uns gewogen. Genau. Ja. Bleibt gesund. Das ist wichtig. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.